So, wie weit sind die hier eigentlich mittlerweile? Ja, das haben sie fast fertig. Jetzt müssen sie Holz, Eisen noch hinbringen. Wobei wir hier kaum noch Eisen haben. Und Nahrung, genau, Nahrung müssen wir jetzt wieder demnächst anfangen. Also haben wir ja auch hier schon, wenn die, wenn der Frühling wieder anfängt, dann haben wir wieder Nahrung. Weil hier fangen ja die Felder dann wieder an. Mais. Mais bringt eigentlich mehr als dieser komische Speisekürbis. Gucken wir mal jetzt dann hier am besten. Was ist hier? Ach, ja, bestimmt wieder keine Materialien, wa? Ach ne, ja, gut. Keine. Wisst schon, was ich meine. Keine Arbeiter. Wir müssen jetzt sowieso dann erstmal gucken, dass wir jetzt hier irgendwo Eisen herkriegen. Produktion Eisen. Die bauen Stein ab hier, oder? Bauen die Eisen? Warte mal, hier ist doch noch irgendwo. Da hinten ist Eisen beispielsweise. Also gucken wir, dass wir jetzt wirklich hier wieder Rohstoffe rankriegen. Hatten wir hier nicht. Hier hat man doch, oder? Ja, eine Schmiede. Muss dann halt nur noch arbeiten. Hoffe, dass jetzt der Winter bald vorbei ist. Denn wir brauchen Nahrung. Die kriegt man nun leider mal nur im. Also ab Frühling war das, glaube ich, so Anfang Frühling. Wie viele Bauern haben wir? Vier. Drei. Dann hier noch einer. Und hier erstmal nicht, genau. Ja, endlich. Fangen Sie ja nämlich auch gleich an. Priorität muss man am besten hochsetzen. So, fangen die Bauern an. Na, wahrscheinlich gleich. Ist der am Kräuterheiler besuchen? Ach ja, hier, der macht den Weg, okay. Oh, die sollten jetzt ja nicht anfangen. Mit Arbeiten. Weil der nächste Winter kommt. Macht er denn da? Er macht den. Ah, okay. Mann. Ich hasse das hier. Jetzt. Ja, da ist zwar, das müssen sie doch mal irgendwie. Abtransportieren. Ist auch noch der Lagerplatz dann. Ja, die Bauern fangen so langsam an. Ist natürlich jetzt nicht das Effektivste. Aufgrund, dass der hier ganz schön braucht mit dem Herstellen momentan, da er ja noch alleine ist, wobei wir dann nachher hier noch mehr hinbauen, auf jeden Fall. Ja, die Bauern fangen hier schön an, das Feld zu machen. Ich weiß nicht, warum das hier keine Art transportiert. Hilfsarbeiter.
Schafft er das jetzt hier rein oder was? Ach nee, das. Aha. Okay. Warum hat er es da reingeschafft und hat sie es nicht gleich genommen? Hm, komisch. Eisen ist momentan so eine Sache. Wir kommen schon wieder in so einen Notstand, ey. Ja, die hämmert hier, was das Zeug hält. Ah, schöne Apfelbäume. Bei Eisen müssten die dann mal irgendwann hier hinten abbauen. Das wäre gut. Alles nur Wald hier. Hier haben wir noch ein Projekt, die Brücke. Hier sind beispielsweise auch noch Materialien. Ja, wenigstens schon mal ein Hilfsarbeiter mehr. Wobei die anderen Kinder sollten eigentlich auch bald erwachsen werden. 9. Naja. Bald. Neun. Zehn. Ja. Gegebenenfalls einen Bauer mehr. So. Leute, wenigstens wirklich erstmal hier Nahrung ranschaffen. Gucken wir mal, ob jetzt hier noch einer anfängt. Der Spätfrühling. Der da, oder? Ja. Gefällt mir. Die hören sich wahrscheinlich. Ne, können sie ja gar nicht sein, nichts hier. Ah, hier wachsen die Felder. Das kann alles noch weg hier. Haben wir jetzt gerade ein Kind dazu bekommen? Nee, das war das Falsche, das war auch das Falsche. Ja, wir haben ein Kind dazu bekommen. Zwei sogar. Cool. Eben müssen wir die Priorität da drin. Da war sie. Bisschen hochschrauben. Weil hier sind nämlich noch haufenweise Steine und Eisen. Hatten wir hier ein Lager. Ne, hatten wir auch keinen Lagerplatz oder so. Na, holt noch keinen ab, anscheinend. Noch ein Kind. Mal gucken, ob wir die Priorität hier ein bisschen hochkriegen. Weil sonst kommen die, glaube ich, gar nicht drüber. Nö. Nö. Müssen wir die Brücke bauen, definitiv. Gucken. Hä? Wo wird das ganze Holz hier momentan eingesetzt?
Komisch. Ist am Arbeiten. Ja, stimmt, hier hinten hatten wir auch noch diese hier. Wegen der Steinproduktion. Wieder einer erwachsen geworden oder gestorben? Oh, erwachsen geworden. Noch einer erwachsen. Cool. Dann sollte das ja nun irgendwann mal schneller gehen. Außer, finde ich mal hier. Haben wir keinen Marktschreier? Jetzt haben wir einen. Schon wieder ein neues Kind? Ja. Cool. Ah, müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwie. Wir müssen da nicht die. Irgendwie, dass sie hier hinten, aber irgendwie hören die nicht drauf, dass sie das erst machen sollen. Das ist momentan so das. Was hier so die Priorität hat eigentlich. Ja, stimmt, da haben wir auch noch das Projekt da hinten. Aber das ist erstmal so nebensächlich. Ja, natürlich, die Scheinproduktion geht ja kontinuierlich weiter aufgrund. Naja, eigentlich nicht. Ja doch, wegen hier hinten. So. Guck mal, ob die jetzt da drüben weitermachen, was ich doch mal hoffe. Ja, Feuerholz brauchen sie auch alle. Ne? Ah, ist das nächste Problem. Ja. 1-1. 1-1. Toll. Ich kann nicht mitbekommen, dass das gar nicht hier weitergeht. Shit da. Kann man nur hoffen, dass die Hilfsarbeiter jetzt wirklich hier. Wo die weitermachen. Und wir noch irgendwelche Aufträge haben. Der geht in die Richtung. Ich könnte jetzt dahin gehen, hoffe ich doch. Na, kann ich weitermachen. Ja. Ist zwar Hunger, das ist klar. Ja, das Feld ist schon wieder ganz schön weit. War das auch das Einzige? Was ist mit hier? Da können wir auch schon mal ernten. Wobei, ich weiß nicht, ob Äpfel hier bringt, glaube ich, nicht so viel. Ich denke mal, das ist auch irgendwie nur so. Ja, so ein Snack zwischendurch. Na, ja, Feuerholz wird hier schon ein bisschen gemacht wieder. Wir brauchen Essen, Essen. Ja, wo ist ein Bauer? Wo bist du? Bauer. Ja. Kannst du jetzt nichts machen? Wir hätten die Produktion nicht einstellen sollen. Das war wieder richtig dumm. Zwei werden wir, denke ich mal, auf jeden Fall noch verlieren. Außer die macht jetzt hier Feld hier. Weil die findet ja nichts zu essen.
Komm, mach dein Feld, bitte. Und gib den Leuten Nahrung. Ja. Nächste. So schnell wie die Kinder vorhin gekommen sind, verschwinden auch wieder einige. Komm, bitte lager was ein. Bitte. Bitte macht eure Felder. Wo sind die denn? Zum Arbeiten, ja, wo gehst du hin? Bestimmt dahin, oder? Muss am Arbeiten. Ich glaube, im Winter werden wieder einige krepieren. Das kann was werden. Ja, nächste. Hey, wo ist die denn jetzt hier hin, Mann? Ich verstehe das nicht. Ernte dein Feld. Oh Mann. Wieder so eine Weile, wo wir viel verrecken. Das ist Kacke. Ich weiß gar nicht, sind die Kräuter überhaupt allein gelagert? Ja, auf dem Markt. So. Nächste. Geil. Ach, ist doch alles Kacke. Bitte holt ihr Nahrung aus dem Ding da, aus dem Lager, Mann. Ja, aber die Bauern allein sind die ganze Zeit. Verstehst nicht. Ja, wir haben Herbst und der fängt jetzt erst an. Genau. Was bedarf schnellstmöglich aber. Holt euch doch das Essen raus dem Lager, Mann. Wenn die jetzt wegen ihrer Dämlichkeit noch verrecken, dann. Ja. Wir kriegen jetzt wieder einigermaßen Essen rein. Nicht euer Ernst, oder? Warum wollen die dich jetzt kein Essen? Wer klaut sich das hier die ganze Zeit? Ich verstehe das nicht, Mann. Was macht ein der Bauer behindert? Ich verstehe das nicht. Was macht ein Bauer beim Ressourcen aufsammeln?
Ich verstehe das nicht. Wie auch kann mir hier keiner was machen. Ich verstehe es nicht. Was steht da mal, die Leute hier? Oh, wir haben so viel Felder. Das wird nicht gemacht. Ahnung, was die macht? Der hört sich erstmal Feuerholz. Aha. Oh, jetzt muss er sich noch Nahrung holen. Nächste Kind wird auf jeden Fall der Kräuterheiler. Da braucht man nämlich auch wieder einiges. Was will der jetzt beim Kräuterheiler? Das hast doch hier dein Zeug. Wir haben es Herbst. Die einzige, die irgendwie permanent arbeitet. Keine Ahnung, was die anderen hier machen. Ja, Die holen jetzt alle von da vorne nach. Die hier hinten irgendwie zu blöd sind, irgendwie was zu produzieren. Das ist das, was ich an diesem Spiel nicht verstehe. Ah, keiner macht das Feld weiter. Namens war Winter. Krass. Der effektive Bauern, muss man sagen. Ja, wo arbeitet die denn? Ich sehe davon nichts. Ihr baut keiner ab. Oh, Glückwunsch. Ja, das Feld geht schon weg. Okay, wir werden wieder einige am Liefer recken. Weil die es nicht hinbekommen haben, da was abzubauen. Tja. Das war's dann mal. Ich mag effektiver bauen. Sehr effektiv. Oh, jetzt machen die Bauern natürlich nichts mehr. Im Spätherbst, das ist ganz klar. Ahnung, wie die hier noch alle gelagert haben. Ein paar Äpfel haben sie hier noch. Naja. Der kriegt auch nichts mehr raus, glaube ich. Ja, ein bisschen hat er immer noch.
Tja. Gucken, was er jetzt noch so reinbringt. Ich glaube nicht mehr allzu viel. Naja, 144 ist nicht die Welt. So Leute, wir müssen gucken, wie wir das jetzt hier alles machen. Weiß nicht, haben die hier die Brücke irgendwas schon gemacht? Wahrscheinlich nicht, oder doch? Aber Holz fehlt, ja. Das muss alles weg. Was machen wir jetzt am besten? Oder wie machen wir das jetzt am besten? Jetzt haben wir ein Problem. Wobei die Holzproduktion jetzt, glaube ich, weitergeht einigermaßen. Gucken, was der jetzt hier noch raushaut. So. Oh, machen die Bauern jetzt alle los hier oder was? Oh mein Gott, jetzt legen sie los hier. Jetzt geht's los. Sieh mal einer gucke. Was geht da? Gucken, ob jetzt hier so ein Holz rankommt. Ob hier überhaupt irgendwas rankommt. Die haben zwar was abgebaut, aber. Naja. Frage, wo ist es jetzt? Wo die dahin ran? Wer weiß? Ja, wo die da hinrennt, aber naja. Na, schafft's jetzt in den Marktplatz, okay. Jetzt geht's los, ja, mit der Holzproduktion. Hoffe ich doch. Was ist denn hier? Bauern, wo treiben die sich rum? Kräuterheiler. Du liest immer nur Kräuterheiler. Wobei wir da noch einen brauchen. Ach ne, haben wir da schon wieder, okay. Hab ich mitbekommen. Naja. Also, wir mal gucken. Wir haben ein neues Kind dazu bekommen. Wie die Holzproduktion empfangen, die Eisenproduktion und. Ja. Gucken. Wie sich Pappenheim hier noch entwickelt. Also, haut rein, Leute. Ciao.